Puh, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Das ist ein bisschen quick and dirty hier gerade. Das hier neben mir ist der Grigori. Und der junge Mann hat innerhalb von 2 Monaten von 0 auf 2.500 Euro im Monat geschafft mit Kindle E-Books. Genau. What the fuck? So, Leute, ich rede ja immer wieder drüber, womit kann man gut anfangen. Und eine Sache, die ich ganz, ganz, ganz oft auch immer wieder Leuten sage, die nicht wissen, wie soll ich anfangen, ich habe kein Budget, ja? Denen sage ich, fang mit Kindle E-Books an, weil du brauchst kein Budget. Du schreibst ein Buch, das Ding landet ja auf Amazon, wird von Amazon damit promoted. Und wenn du es dann SEO-technisch da ein bisschen gut machst, dann wirst du halt sofort auch Traffic bekommen. Du wirst auch recht schnell. Im ersten Monat hast du 250 gemacht. Ja, und dann dasselbe gemacht habe, ja. Im zweiten Monat 2.500. Genau. Bevor ich jetzt noch ewig lang weiterrede, erzähl doch mal unseren Leuten da draußen, wie du es gemacht hast. Und für jeden, der jetzt sich das hier Video nicht anschauen will oder jeden, der die Komplettlösung haben will, packen wir mal einen Link zu einem Online-Training, wo du das Ganze erklärt hast. Online-Training-Link in der Infobox auch. Klickt da mal drauf, meldet euch an, ist kostenlos. Genau, gratis Online-Training, könnt ihr mal reinschauen. Wie hast du es gemacht? Also erstmal Servus Leute, es ist nicht schwer. Ich war früher noch nie wirklich der Computerspezialist. Ich bin den ganz normalen Weg gegangen. Ich habe studiert, ich hatte nebenbei einen Nebenjob. Ich hatte wenig Zeit, wenig Startkapital. Mhm. Aber trotzdem wollte ich immer irgendwie was machen. Ich hatte das unternehmerische Gen sozusagen. Mhm. Ich habe viele Sachen ausprobiert, auch im Online-Business. Nischenseiten hat nicht funktioniert. Mhm. Amazon FBA hat mäßig funktioniert. Mhm. Aber ich hatte sehr wenig Zeit, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Als ich auf Kindle Publishing gekommen bin, also E-Books verkaufen auf Amazon, ich habe mir gedacht, boah, ich brauche dafür kein Startkapital, nur ein bisschen Zeit. Man braucht dafür keine Vorkenntnisse. Du brauchst Leads, Conversion, Traffic, das kannst du alles weglassen, weil das verkauft sich ja über das Amazon. Das macht ja Amazon alle für Leute, dich, ja, genau. Jeder hat einen Amazon-Account heutzutage. Mhm. Und ich wollte es mal ausprobieren und habe mir gedacht, probiere ich es aus, habe die ersten 2, 3 Bücher selber geschrieben und habe ungefähr 250 Euro eingemacht. Also ist natürlich nicht die Welt, aber hey, ich habe gemerkt, es funktioniert. Aber 250 Euro im ersten Monat natürlich, ist doch schon mal ziemlich geil. Ja. Es ist cool. Für 2, 3 Bücher natürlich. Ja. Aber dann habe ich gemerkt, hey, man kann das outsourcen, man kann Ghostwriter finden. Mhm. Und ich hatte irgendwie den Gedanken im Kopf, Ghostwriter sind richtig teuer. Weißt du, Ghostwriter machen Songs, Ghostwriter machen New York Times Bestseller. Aber es stimmt nicht. Es gibt Plattformen, wo Freelancer unterwegs sind und man kann, wenn man gut handeln kann, verhandeln, 1 Cent pro Wort, dann bist du bei einem E-Book bei 30, 50 Euro. Und ein E-Book muss kein dicker Schinken sein, das ist einfach ein Word-Dokument, das du mal hinschreibst oder jemand anders für dich hinschreibt, und das sind höchstens 50 Euro. Und ich habe halt den Prozess komplett outgesourced, ich habe Ghostwriter angeheuert, damit sie für mich schreiben, und im nächsten Monat hatte ich schon 2.500 Euro. Ja. Das heißt, ich habe meinen Gewinn verzehnfacht innerhalb von nur 2 Monaten. Seitdem läuft das Business halt komplett automatisch, ich mache nichts mehr dafür, gut, ab und zu veröffentliche ich mal ein Buch, aber es läuft. Letzten Monat war 3.000 Euro, vorletzten war 2.900. Also dieses Business läuft, das mache ich schon seit ungefähr einem halben Jahr. Also es ist keine Eintagsfliege. Es ist eben auch nebenbei. So, also du brauchst keine Zeit dafür. Es ist quasi automatisch. Nebenbei. Das ist das Schöne daran. Das ist auch immer, die Leute wollen immer Infobusiness machen, aber Infobusiness ist immer noch sehr aktiv, weil du musst immer noch die Werbeanzeigen machen, du musst immer noch Social Media Beiträge machen, du musst immer noch was auch immer du machen musst, um Traffic zu generieren. Und bei Amazon ist halt das Schöne, dadurch, dass das eben von den Amazon-Suchbegriffen hergetragen wird, musst du tatsächlich nicht mehr viel machen. Und deswegen ist das über Kindle Publishing so wertvoll. Genau. Wer jetzt die ganzen Begriffe noch nicht ganz sicher ist, was das bedeutet, der Link zu dem Gratistraining ist in der Infobox. Genau. Was mich jetzt aber interessiert ist, wieso ist das etwas, was so viel Cash abwirft, und wie ist da diese Struktur aufgebaut? Also ich meine, ich schreibe ein Buch, dann lade ich das in Amazon hinein. Was passiert dann? Ja, wieso hast du am Ende 2.500 oder 3.000 Euro im Monat? Also schau, ein E-Book ist ja eigentlich ein digitales Infoprodukt. Mhm. Alle reden ja, hey, digitale Infoprodukte ist das Beste. Das einfachste, das simpelste digitale Infoprodukt ist einfach ein E-Book. Mhm. Du hast einmal Produktionskosten, höchstens 50 Euro, und du kannst es unendlich mal verkaufen. Mhm. Und das Coole bei Amazon, jeder kennt Amazon, jeder kauft als erstes bei Amazon ein. Mhm. Und wenn du einmal ein E-Book dort veröffentlicht hast, dann kann es sich am Tag 100 Mal verkaufen. Mhm. Und dann hast du dementsprechend deine Einnahmequelle. Verstehe, das ist auch sehr, sehr smart. Wer sich übrigens wundert, warum ist da so ein Krach und alles? Wir sind gerade im Hyatt hier in Düsseldorf, haben eine Kleinigkeit gegessen. Und wir haben so ein, das finde ich immer so spannend, auch bei solchen Locations. Was hast du gegessen? Es waren so 2 Stück Fleisch, die waren so groß. Boah, wie, also kleiner als die Gabel auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr klein. Ihr habt vorher schon was gegessen, das ist anderes nochmal, ne? Aber spannend auch, wie viel kostet das? 30 Euro oder sowas? Und ich habe so ein kleines Gemüseteller gehabt, hat auch sofort 15 Euro gekostet. Ist halt so, aber dafür ist die Atmosphäre schön. Und eine Sache, die mir hier sehr gut gefällt, ist, dass man sich mit Leuten umgibt, die eben auch bestimmte Ziele schon erreicht haben oder auf bestem Wege dabei sind, wirklich diese Ziele zu erreichen. So wie das bei dir zum Beispiel der Fall ist. Deswegen finde ich es mega cool, dass wir uns hier getroffen haben, dass wir da jetzt mal drüber reden können auch. Ich finde es sehr, sehr, sehr spannend, die
diese Aussage, die du sagst, Infobusiness, ja, und dann hat man eben das einfachste Infoprodukt, das man machen kann, ist ja tatsächlich das E-Book, genau, diesen Text zu schreiben. Genau, ein Word-Dokument, mehr ist es ja im Endeffekt auch nicht. Und das dann da hochzuladen und das so ein bisschen SEO zu optimieren und dann kommt eben der Traffic. Du musst es überhaupt nicht SEO optimieren. Muss man gar nicht mal. Überhaupt nicht. Schau mal, ein E-Book auf Amazon besteht aus Text, Word-Dokument und einem Coverbild, das man bei Fiverr.com für 5 Euro kaufen kann. Die Ausgaben sind wirklich minimal, dann lädst du einfach bei Amazon runter und musst ein paar Keywords eingeben. Klasse. Es ist nicht schwer, wirklich. Der Prozess vom E-Book hochladen dauert vielleicht 10 Minuten. Dann ist es drin für immer und ewig. Mhm. Das Business läuft, wenn du ein gutes E-Book hast, es verkauft sich immer. Ja, finde ich sehr, sehr geil. Leute, also wenn ihr sagt, Grigori ist jemand, das finde ich cool. Solange es noch gratis ist, klickt auf den Link in der Infobox. Wir sehen uns sowieso in einem der nächsten Videos wieder, dann vielleicht ein bisschen weniger verwackelt, weil das war jetzt echt mal gerade so direkt aus der Hüfte geschossen. Und Dankeschön für deine offene Art und dass du das auch so anderen Leuten erzählst, weil jetzt ist natürlich die Gefahr, wenn du dein Business verrätst, dass dann andere Leute damit auch anfangen und dir dann Geld streitig machen. Das habe ich mir auch gedacht. Aber der Markt ist in Deutschland noch so klein im Vergleich zum amerikanischen. Da ist Platz für alle. Das heißt, der wächst und wächst. Der ist noch nicht mal in der Blütezeit. Wenn man sich jetzt positioniert, dann bekommt man richtig, richtig viel Geld. Alles klar, einverstanden. Ja, super. Dann sehen wir uns im Gratis-Training wieder. Ich danke dir. Danke und dir. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.